Hallo liebe Leute, hier sind wir wieder, Albert und der Grufti. Was machen wir denn heute, nachdem dass wir jetzt den Mondlichtschmetterling eigentlich mehr oder weniger besiegen gelassen? Also, ja. Der größte Teil hat halt Beatrice gemacht. Okay. Und da habe ich dann, jetzt ist mir dann also irgendwie eingefallen, dass wir haben ja gar nicht der Ziegepeter. Ziegepeter, den haben wir übersehen. Also nicht übersehen, aber den habe ich vergessen. Eigentlich ja bewusst, der Ziegepeter ist in seinen engen Räumen nicht ganz so einfach. Aber es nützt ja nichts. Wir brauchen ja den Schlüssel für die Schandstadt. Ne, den kriegen wir ja nicht bei dem, den kriegen wir beim Klaffdrache. Aber für das, was vor der Schandstadt liegt, brauchen wir ja den Schlüssel. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen unerwartet. Ne? Das ist jetzt also... Oh, eine kleine Scherbe. Das Bastardschwert. Das habe ich mir dann nachdem, dass ich dass wir dort bei der Weile noch ein bisschen was übrig haben, das gefarmt. Und dann... Das ist halt der Nachteil. Schwerer Schlag macht viel Schaden, aber auch... extrem viel, also extrem langsam. Ja, leider. Gut, nichtsdestotrotz. Wenn wir da jetzt hier wollen, müssen wir irgendwo anfangen. Würde ich sagen, gehen wir halt immer nach unten. Wieder zum... Das ist der nächste Weg. Ah, ne, scheiße, oder? Was wird der beste Weg? Scheiße, habe ich vergessen. Beste Weg. Beste Weg, beste Weg. Hopp, bleibt immer drin, ne? Steht denn da jetzt? Nehmen wir uns wohl hier die Seele mit. Die Seele sage ich, oh, wo weit ist Fische. Konzentrationsstörung. Schade. Doch war hart und lang. Aber nichtsdestotrotz. Barriere kann man, aber jetzt war der gar nicht in der Animation oder war ich zu langsam? Busch. Ja. Busch. Ist halt noch nicht so weit hochgerüstet. Und hat halt nicht so eine Reichweite wie das andere. Macht zwar mehr Schaden. Ist aber ein bisschen schwerfälliger halt. Schade, Mensch, Bild wäre nicht übel gewesen. Kurzschwert. Klasse, oder? Boah. So, was ist mit dir? Auch weg. Hast du machen wir halt auch noch ein bisschen Farming. Okay.
nochmal zurück. Kommt schon der erste. Bitte. Nummer 3 und mit Nummer 4. Au, wieder was fallen gewesen. Ach, noch ein Rundschild. Wow, ich stehe auf diese Rundschilder. Sind schon krass, oder? So, langsam. Nee, so rum über die Brücke. Gute Drache haben wir auch noch nicht. Drache haben wir auch noch nicht. Bringt es was denn jetzt so zu machen? Mit Pfeil und Bogen von unten bringt nichts durchrennen. Könnte man riskieren. Wir haben noch nicht so viele Seelen. Wenn wir schon da sind, wenn wir die verlieren, ist jetzt nicht ganz tragisch. Mich stört es immer noch nicht, dass der nicht da hochrennen kann wie in Dark Souls 2. Ist er dann? So, jetzt haben wir uns ein bisschen Platz gemacht. Jetzt gucke ich gerade mal, was das Schild für ein Feuer abwehr hat. Ach was dann. Nützt dir eh nichts, ja? Jetzt hoffen wir, dass er runterkommt, gleich. Dann würde ich einfach mal durchsprinten. Wenn ich jetzt den Shortcut aufmache, brauche also einen Moment. So. Sprint los. Genau. So, da gehen wir jetzt tunnel. So, jetzt ist er auf der Seite. Jetzt kann er uns natürlich hier drin abhaken. Mit Feuer. Kann man duschen, ne? Jetzt ist er wieder hoch. Weg. Ribbel. Dua. Aber ansonsten ist er, glaube ich, gar nicht. Was war denn das jetzt? Oh, Schreck lass nach. So. Mal gucken, der ist jetzt also da oben wieder. Jetzt müsste man eigentlich die Zeit haben, den Hebel zu ziehen und die Tür aufmachen. Genau. Ist aber was Feines. Ja, ich muss jetzt also genau auf die andere Seite rüber. Ist er dann da noch? Hallo? Ist er dann? Der ist gar nicht da. So, hallo. Dann können wir ein bisschen was einsammeln hier noch. Der kommt ja aber wieder. Das weiß ich ganz genau. Oh, das Claymore. Ach, das Claymore. Was ist mit dir, Kumpel? Das Claymore wollte ich schon unbedingt haben. Jetzt weiß ich nicht, kann ich durchrennen oder nicht? Weil wenn er kommt und er macht Feuer, ist vorbei. Na, ich glaube, das reicht mal. Oh, da habe ich mal den Weg da durchgespart und kann jetzt endlich mal mit dem Killerschlüssel, jetzt weiß ich aber, was das da ist, kann ich schon mal runter. So, jetzt gucken wir gerade nochmal, was wir da mit dem Claymore. Das Claymore. Sah schön die Waffe, ne? Stärke 16, habe ich. Ja. Kondition reicht auch. Oder Beweglichkeit reicht auch. Dicke. Das wäre mir eigentlich fast lieber. Wie es. Da ist es. Jo, krass, oder? Und das ist der Stichangriff. Wusch. Ja, das ist nicht gut. Also muss ich mich momentan noch
deswegen habe ich auch wieder die Matite kaputt. Was nehmen wir, was in die Hand bitte? Aber ich glaube, von der Uni ist eh besser. Ich nehme meinen Panzerbrecher plus 5. Und halt auch wieder meine schöne Gargoyle-Mütze. So. Weil der Ziege Peter, der hat, ja, so ist besser. Jetzt haben Engeron noch zwei Hilferlein dabei. Und das sind zwei von deinen miese Gifthunde. Blutungsviecher oder was auch immer. Scheißegal, auf jeden Fall irgend so ein Kram. Machen wir erstmal da auf. Warum geht denn das nicht, ne? Da kommt der jetzt raus, oder? Okay. Nicht nach unten schauen. Pass auf, Schleichweg. Okay. Jetzt hoffe ich, dass die da nicht runterkommen, oder? Falls ich da herrennen muss. Alles andere ist ja... Kokul. Oh, das war eben knapp. Es gibt ja nur einiges zu befreien. Kommt gleich der erste Hund gerannt. Finna. Und tot. Jetzt bitte. So. Ja, da ist dann die Stichwaffe doch schon besser. Da würde ich auch mit der Lorena zum Ziegepeter gehen. Da hat mich jetzt wieder Verblutung. Ja, mein Blutungsbalge ist... Ist es Blutung? Ach Mensch, kann man das einfach nicht behalten. Wie sehe ich das jetzt da? Ne, Gift. Ne, Blutung. Blutung. Okay, Blutungresistenz 110, das reicht dann. So, Freunde. Nix. Somebody, help me. Damn, I'm finished. How did this Ach Gott, sag bloß, ich brauch da jetzt den Orwesen, Orwesenschlüssel da. Ah, das steht mir jetzt gerade noch fehlen. Was? Ah, okay. Ja. Jetzt kommen sie mit ihrer Fackel. Da ist zu. Das sind noch drei oder vier oder fünf. Komm her. Genau. Diese Animationsschrei, die sind Doppelmenschlichkeit, die sind echt krass, oder? Finde ich jetzt, also. Ups. Verschlüssel. Ich brauche den scheiß Schlüssel, kann das sein? Jetzt ist die Frage, gehe ich da jetzt erst hoch? Und hol den Schlüssel und melde mich dann nochmal. Ich glaube, das ist sinnvoller, ja? Dann machen wir folgendes. Wingemon und sag bis gleich.